So, da wären wir wieder mit unserer 1 Silbermünze. Und hier sind gleich viel mehr. Viel, viel mehr. Ein Säbel haben wir noch und leer. Was macht der Säbel? Wir sind bei 12. Macht weniger. Und auch weniger als der Degen. Also das kann verkauft werden. Kommt also hier in unsere Waffenecke vom Inventar. So, das heißt, jetzt müssen wir zurück nach Gladstone, um den König von diesem Verrat hier zu berichten. Naja, nicht wirklich Verrat, aber von dem Überfall der Orks auf das Anwesen hier. So, hier ging es raus. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind hier und da ist der Hafen. Vorher schauen wir uns aber hier nochmal zu Ende um. Keine Orks, das ist schon mal gut. Nichts drin. Oh, da liegt was. Ah, schön, ein Schwarm. Und sonst nichts. Damit dürften wir jetzt hier in dem Gebiet durch sein. Wir könnten jetzt, wo wir so viele Silbermünzen haben, nochmal ganz kurz zu der Hütte gucken. Ob er noch irgendwas Schickes zum Verkaufen hat. Welcome back to Bugs. Ist das nicht? Hey, don't mess things up. Na, das verkauft er wohl nicht. Den Bogen könnten wir uns holen, aber. Nö, für den Fernkampf haben wir unsere Magie, das ist schon ganz okay. What are you, one of Richard's inspectors? Wenn du wüsstest. Nee, sonst hat er wohl nichts Ordentliches zu verkaufen. Schade. Watch out for the Orks. Welche Orks? Die sind alle tot. So, dann hinter uns, hoch und darum. Hello. Are you going north? I had a writ from the king, but that other clerk kept it. May I still ride? Sorry. 100 crowns per passenger? Wir hätten uns mehrere Kopien von dem Schriftstück des Königs geben lassen sollen. Aber gut, wir haben ja gerade jede Menge Silber gefunden, dann geben wir es auch mal aus. Hurry, the boat is just leaving. So, Gladstone ist links rum. Und dahin. So, eigentlich müsste ich ihn jetzt nackig da ausziehen. Und das mache ich auch mal ganz kurz. Der eine oder andere mag sich fragen, warum machst du das? Warum machst du den armen Timothy nackig? Das ist, weil wir ihn jetzt verlieren. You may pass. What tidings bring you from the Southland? The Dark Army has stolen the ruby. I must tell King Richard. His Highness is resting in the throne room. Also ja, es macht vom RP her nicht wirklich viel Sinn, aber wir können die Ressourcen ganz gut gebrauchen. Zumal wir die Sachen ja auch verkaufen können. Aber wir sollen jetzt zurück in den Thronsaal. Do you have the Ruby of Truth? The ruby has been stolen. I must see King Richard. Go in at once. Leave him, vile witch! You cannot stop me. I found the mask. My warriors have the ruby. And this realm will soon beg for mercy beneath my heel. Postpone your celebration, hag. I will not permit this travesty. Oh, the inept charmer threatens me. You, Dawn, will be the first to grovel at my feet. He still lives, but we have no antidote.
and he sinks deeper by the minute. We must now channel all of our magic into a protective shield. Elvni, Mekilno, Connax! This shroud will prevent any further action of the poison and protect Richard until the cure can be located. Ja, der König wurde vergiftet. Und hier haben wir jetzt den Schatzmeister, den Kräuterkundler, ihn kennen wir nicht, ihn auch nicht, und Dawn, mit der wir ja schon zu tun hatten. Sprechen wir die mal anderen reihum an. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. Okay, irgendeinen Trank sollen wir besorgen. This has to be the work of Scotia, but how did she manage it? I don't know about you people, but I'm going down to the Herbage Mines and get to the bottom of all this mask business. Come now, Paulson. Do not be so rash. The Herbage Mines are where Scotia found the mask. The Dark Army is surely swarming all over that place. Well, I just won't sit here on my backside while that wench has her way with the whole countryside. Okay, also er ist recht stürmisch. Er will sofort in die Herbage Mines ziehen, wo halt die Maske gefunden wurde, die Scotia benutzt hat, um hier reinzukommen. Was mit ihm? Oh, my potions are for naught. Und du? Hello, we have not met. I am Bakata, Dawn's apprentice. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. This shroud has required almost all of our magic to create. Okay. We will need your help, Akshel. We must ask that you visit the Droracle. Perhaps he knows a cure for Richard. The who? And where is it? Do you know Timothy? Unfortunately, Timothy's services are needed here. Bakata will join you in Timothy's stead. Well then, I will meet up with you later, Timothy. I'm familiar with the path to the Droracle. I would be honored to join you on your quest. Farewell, Akshel. You had best hurry. Do not grieve at our separation. Bakata is a good man. And will be an asset to you on your journey. Your time has come, Akshel, to walk the paths of magic. This mystic album will hold the spells that you acquire. Practice and learn to use it well. So, wir haben ein Zauberbuch bekommen, denn es gibt ja noch ein paar mehr Sprüche als nur diesen Funkenflug, den wir am Anfang benutzt haben. So, jetzt können wir unsere Helden auch heilen, was sehr praktisch ist. So, aber allgemein zu der Story. Wir haben jetzt Timothy hier gelassen und stattdessen Dawns Lehrling mitgenommen, Bakata. Er hat 4 Arme, kann dementsprechend auch 2 Waffen und 2 Schilder tragen, was extrem praktisch ist. Geben wir ihm auch gleich mal das und Lederwams kann er anziehen. So, und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Schmied und verkaufen da unsere Dolche und Waffen, die wir nicht mehr wirklich brauchen. You again. Come to see Victor. Ja, und wir wollen das loswerden. Fine work. Except. Ah, 5 Silberlinge. Fine work. That work. That not worth anything to Victor. Maybe you have something else. Okay, Steine möchte er nicht kaufen, verständlicherweise. Was schaut's aus mit dem Hemd? You need for sale that? Oh, 5 Silber, besser als nix. So, Schuhe. You need for sale? Jupp. Keule. That workmanship. 40. Ja, langsam läppert sich das wieder. Können wir gleich mal versuchen, das Schwert da zu kaufen. Das müsste ganz gut sein. Und das war's. Und ich habe mal wieder das Inventar durcheinander gebracht. Nö, nichts mehr. Also, das Schwert wollen wir haben. 125. Na gut. Das ist es hoffentlich auch wert.
So, 12 hat er jetzt. 18 jetzt. Ja, doch, ist ordentlich. Wie schaut's hiermit aus? Der Stab macht wohl 5 Schutz. Dafür nur 3 weniger Schaden. Also die Keule können wir auch gleich verkaufen. Jetzt können wir mal ganz kurz zum Kräuterhändler gehen, denn wir haben ja auf unserem Trip in die Südlande... Er ist nicht mehr da. Was mit dem Schatzkämmerer? Ist auch nicht zu sprechen. Okay, die sind wohl noch alle beim König und besprechen sich da. Schade, denn die Heiltränke hätten wir echt gut gebrauchen können. Aber gut, raus hier. Und wir sollen jetzt das Drakel aufsuchen. Um das Drakel zu fragen, wie man dieses Elixier bekommen könnte, mit dem man den König heilen kann. Vorher allerdings wollen wir noch ganz kurz zu der Diebeshöhle, die hier oben irgendwo war. Die hatten wir ja in der ersten Folge ausgelassen. No, there is a passage. Let us bear east and then proceed north as soon as possible. Okay, Bakata meint, wir sollen dahin gehen zu den Drakelhöhlen, obwohl wir eigentlich noch nicht wissen, dass da die Höhlen sind. We should locate the entrance to the Drakel caverns. Let us bear towards the east. Und er drängt uns auch einigermaßen dahin, aber wir wollen erstmal zu den Banditen. There is nothing in the hollow. Also ja, was ich sagen wollte, bevor ich schon wieder von ihm unterbrochen wurde. Hier steht zwar schon Drakelhöhle, aber man sieht noch keinen Eingang. Von der Story her wissen wir nur, da ist eine Wand. So. Vor denen hatten wir das letzte Mal einen guten Respekt gehabt und haben die gar nicht erst angegriffen, aber jetzt sind wir zu zweit und besser bewaffnet, also hauen wir die einfach mal um. Hey! Get out of here! Oh, oder auch nicht. So kommen wir aber nie zu unserem Kämpferleveln, er will immer nur zaubern. Ha, na also. Und heilen 2 auf ihn. Jetzt schauen wir da mal rein. Unser erster Dungeon. Also, richtiger Dungeon, das Anwesen war ja nur so ein kleines Ding. Und eine Laterne. Dafür brauchen wir das Öl, das wir bereits gefunden haben. Hemd kann verkauft werden, Dolch auch. Klick. Ja, das erste Druckplattenrätsel. 2 Steine braucht er, na gut. Fresh. Und wofür war das? Klick. Ah, Schlüssel, okay. Sollen wir dich wegnehmen? Ah, Secret. Wie viel brauchst du? 2, 3, Hemd. Drauf liegen bleiben. Ja, was machst du? Und du? Und du? Okay, also das Ding hier müssen wir gar nicht auslösen. Dann kommt das doch alles nochmal mit. Locked. Verschlossen. Okay. Merken wir uns aber für nachher. Also da ist noch eine Truhe. Silbermünzen. Eigentlich müsste hier noch ein bisschen mehr sein. That does not appear to be the way to open it. Wir könnten draufschlagen, aber dann könnte was auch immer drin ist kaputt gehen. Ja,
Hilft nix. Zack. Und in der Truhe sind Dietriche, um Schlösser zu knacken. Also. Tin Crown, the chest has been smashed. Ja, und zwischendurch waren zwei Nachrichten von Dingen, die irgendwie kaputt gegangen sind. Ah, schade. Na gut, die Steine kommen auch wieder mit. Und raus hier. Also wir haben eine Laterne gefunden und die Triche. Dazu noch ein, zwei Sachen, die wir verkaufen können und ein paar Silberlinge. Das hätten wir alle schon haben können, wenn wir vor unserer Reise in die Südlande hier gegangen sind. Aber, na gut. Jetzt können wir zum Drarakel gehen. Dazu müssen wir erstmal nach Osten. Und dann dahin. Und da ist die Wand, die ich meinte. Here, this mystic chant will open the passage. Cornax, yeah, Talamare. Talamari, das sagt mir noch auf was. This place stinks. Quite. Ein stinkender Dungeon. Na gut, schauen wir mal. Let's try this. Schalter. The wall is moved. Okay, aber erstmal hier abklappern, ob noch irgendwo irgendwas ist. Nee. God sakes. Huch. Komm, schön schlagen und zurück. Wir brauchen Kriegerlevel. Denn er hier ist eigentlich auch primär ein Magier. Genau wie Ashkel auch. Oder Akshel. Keine besonders gute Kombination. So, keine Geheimschalter. Nein, nein. Und ein Grubenrätsel ist hier. Zick, zick. Ja, die habe ich mir auch noch merken können. Wollen wir da runterspringen? Ups. Ja komm, einmal springen wir runter, um zu gucken, ob da unten irgendwas ist. Aber vorher machen wir mal einen Cut und speichern ab. LP03. Und in der nächsten Folge gucken wir, was da unten ist. Bis denne.